Meine derzeitige Grobschlächtigkeit ist durch die reißenden Schmerzen durchaus entschuldbar. Und das ist auch der einzige Grund, wieso ich dir vergeben werde. Hey, Mary, wir haben hier einen Was? Ist das wahr? Bei sowas Ernsten würde ich nie lügen. Verstehe. Aber ich darf meinen Posten nicht verlassen. Ich fürchte, da musst du dich an jemanden anders wenden. Na, das glaube ich ja jetzt nicht. Ich dachte immer, sie wären jemand, der für das Wohl aller einsteht. Ich kann aber auch nicht einfach die Tür unbewacht lassen, Kleiner. Aber erzähl mir genau, was passiert ist. Mel sagt, es war der Hotdog-Typ. Was? Es gibt hier einen Hotdog-Verkäufer? Sie sind ja plötzlich ganz hin und weg. Der muss wohl früh hier angekommen sein. Hab ihn gar nicht reinkommen sehen. Ja, kann schon sein. Keine Ahnung. Schon seltsam. Ich rieche gar nichts. Und wenn es um Würstchen geht, bin ich wie ein Bluthund. Ja, okay. Hallo, Mary. Eigentlich haben wir gerade über einen sehr ernsten Fall von Vergiftung gesprochen. Ah, ja, natürlich. Dem werde ich auf den Grund gehen. Sobald ich meinen Posten hier verlassen kann, nehme ich... Das ist mein Mary. Aber trödeln Sie nicht, der arme Mel platzt gleich. Geht klar. Okay. Wobei, ich gehe da mal schnell hoch. Oh, was ist mit Mel? Das ist so viel... Wie läuft's, Kumpel? Nicht so gut. Sieht aus, als wenn die Nerds ihr Geld alle für Scheiße ausgeben. Geht also eher schleppend, ja? Hab erst einen Hotdog verkauft. An diesen einen Typen, Mel. Ja, ich weiß. Und er sagt, dein Essen ist der Grund, wieso er dabei ist, seine inneren Organe auszukotzen. Unmöglich. Ich verkaufe nur feinstes Fleisch. Garantiert. Hör mal, ich glaub dir, aber irgendwas geht hier vor. Der Typ windet sich vor Schmerzen und es ging ihm gut, bevor er was von dir gegessen hat. Wenn das eine Art Trick ist, um einen Gratis-Hotdog abzustauben. Netter Versuch, aber keine Chance. Meinst du wirklich, dass es so eine gute Idee war, hierher zu kommen? Man hat mir gesagt, dass dieser Hotdog-Junkie hier wäre. Und er ist gut für mein Geschäft. Guter alter Murray. Ganz genau. Aber er hat Schicht am Eingang und da darf ich meinen Wagen nicht hinstellen. Also hänge ich hier fest. Aber mal ehrlich, ich hätte gedacht, bei so einer Veranstaltung gäbe es mehr verfressene Fettsäcke. Ja, schon blöd, wenn keine fetten Leute da sind. Fetten Witze sind auch gleich viel lustiger, wenn jemand dabei ist, den es beleidigt. Okay. Könnte ich... Du auch noch? Pass auf, Kleiner. Das ist mein Kaffee. Und den brauche ich, um diesen Zirkus hier auszuhalten. Aber Mel braucht ihn wirklich. Ja, ich weiß, dass dieser Mel den auch haben wollte. Der hat mich schon gefragt. Und das nicht gerade höflich, wenn du weißt, was ich meine. Aber versteh doch, bei ihm muss alles raus. Und das sofort. Mir doch egal. War nicht mein Hotdog, der ihm das angetan hat. So viel ist mal sicher. Und ich gebe meinen Kaffee keinem so groben Kerl. Das ist mein Kaffee. Alles klar? Klar. Tja, dann... Was? Willst du gar nichts kaufen? Nicht mal nach all dem Smalltalk? Hat er mit keinem Wort erwähnt, dass ich das... Okay, dann hau mal ab. Hey, Kleiner. Ach, komm schon. Von meinem Scheißkoffer? Du spielst wohl. Der nennt aber seinen Kaffee Scheiße. Ich will niemanden vergiften. Da drüben ist Captain Red. Der mit dem roten Anzug und der blauen Kappe. Oh, ein Captain Red zum selber basteln. Ich habe aber keine Schere oder sowas. Die nehme ich nicht mit. Könnte gewährt. Alien-Eier. Hoffe, die sind nur Deko.
Merk? Ich hoffe, du bist der Tod. Und hier um mich... Noch besser. Wer? Der Kurier von Emerson Express. Wir haben vor einer Weile über deine Magen... Ah, klar. Ja, das bin ich. Klasse. Hast du mein... Dann hau wieder ab. Oh, ich brauche absolut... Ja, ist gut. Oh Gott. Wenn du damit die Pussy... Na komm, gib Murray eine Chance. Dass er so ein Depp ist, macht ihn so... Egal, Kleiner. Komm einfach nicht wieder, wenn du keinen scheiß Kaffee da... Ich werde mein Bestes tun. Ja, okay, ich wollte gerade wissen, ob der da drin ist. Ach. Hey, von. Sind Sie geschäftlich, oder... Was? Das kränkt mich, Kleiner. Ich bin ein absoluter Profi. Ich habe nur etwas herumgeschnüffelt. Verstehe. Worauf warten Sie denn noch? Verhaftet? Warum sollte ich das? Er macht die besten Hotdogs der Stadt. Danke, Officer. Aber er wollte Mel vergiften. Worauf basiert diese Anschuldigung? Es gibt keine Beweise. Und wenn es die gäbe, würde ich sie auch essen. Der war gut, Officer. Danke. Klasse. Und was haben Sie rausgefunden? Dass von nun an Hotdogs mit extra Chili meine neue Lieblingssorte sind. Ich wusste, die würden Ihnen gefallen, Officer. Oh, halt doch die Klappe, du Arschkriecher. Es gibt hier keinen Fall, Junge. Ich weiß nicht, was deinen Freund krank gemacht hat, aber es war nicht das Essen dieses netten Herrn. So viel ist sicher. Außerdem, er verkauft nur das feinste Fleisch. Alle seine Produkte haben ein Zertifikat. Und die kann man unmöglich fälschen. Sie sind sogar datiert. Tut mir leid. Okay, aber das hier ist noch nicht vorbei. Ich glaube, Sie sind voreingenommen, was diese Untersuchung angeht. Ich sagte dir schon, ich bin ein Profi. Aber hier stinkt wirklich nichts. Was soll ich also machen? Ich weiß auch nicht, Mary. Das ist Ihr Job. Ordern Sie Spürhunde, oder... Warum? Woher soll ich das wissen? Ich mache hier nur Vorschläge. Es gibt keinerlei Beweis, dass dieser Mann schlechte Hotdogs verkauft. Ich kann nichts weiter tun. Fall abgeschlossen. Fall abgeschlossen am Arsch. Ich gebe diese Ermittlung nicht auf, selbst wenn Sie mir die Dienstaufsicht auf den Hals setzen. Ich gehe der Sache auf den Grund. Auch wenn ich dabei meine Marke... Nochmal, wir sind Männer des Gesetzes, Murray. Herrgott! Ich schon, du nicht. Oh, stimmt. Scheiße. Ich hab... Ja, mach was... Genau! Mach, dass du wegkommst! Du verärgerst... Hab ich nicht gesagt, Arschkriecher haben die Klappe... Also, was sagen Sie denn zum Zustand dieses Hotdogs? Komm schon, Kleiner. Den hast du nicht von mir. Das kann ich ja bis hierhin riechen. Mit dir rede ich nicht. Was denken Sie, Officer Murray? Ich stimme dem guten Mann zu. Ich bezweifle sehr, dass der von hier ist. Ach, wirklich? Was ist denn mit dem Echtheitszertifikat? Was? Zeig mal her! Nochmal, mit dir rede ich nicht, kapiert? Das ist Ihr Zertifikat, mein Freund. Unmöglich! Hä? Ah, ich weiß, was hier vorgeht. Ich wette, der kleine Drecksack hat vor ein paar Tagen was bei mir gekauft und will uns jetzt weismachen, dass mein Fleisch alt ist. Netter Versuch, Kleiner. Prüfen Sie doch das Datum, Murray. Niemals. Das ist von heute. Oh. Bazinga. Da hast du's, Arschgesicht. Aber... Wer ist dein Daddy? Aber... Randall ist es. Wer ist dein Daddy? Das kann ich... Randall ist es, ganz genau. Alter. Okay, okay. Langsam ergibt das hier alles einen Sinn. Aber das kann nicht sein. Ich bin sicher, dass ich diesem Trottel nichts verkauft habe. Tut mir leid, mein Freund, aber das hier sieht ernst aus. Ich fürchte, Sie müssen mit mir aufs Revier kommen. Das glaube ich ja nicht. Ich auch nicht. Das ist nicht fair. Ich habe nichts getan. Ja, ja. Erzähl's dem Richter. Was für ein Richter? Sie können mich doch dafür nicht verhaften. Kommen Sie schon, Officer. Wie wär's mit einem aufs Haus? Mit extra Chili. Das ist doch Ihre Lieblingssorte, oder? Bitte, Sie wissen, dass ich unschuldig bin. Murray,
Lassen Sie mich jetzt nicht im Stich. Officer Murray, Sie wissen, dass ich unschuldig bin. Ha! Erzählen Sie das dem Richter. Was? Richtig so. Das ist mein Murray. Das ist noch nicht vorbei. Ich hol meinen Anwalt. Der wird meinen Namen reinwaschen. Sie können holen, wen auch immer Sie wollen. Vom Revier aus. Das ist super. Ich werde gleich mal Mel die gute Nachricht überbringen. Hallo? Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du offiziell... Hast du den Hot? Noch besser. Und wie zur Hölle hilft? Weiß nicht. Sei doch einfach glücklich darüber. Der Typ hat... hat verdammt nochmal gar nichts gemacht. Ach du Chef, was? Ich will damit sagen, es war nicht sein Hotdog, von dem mir schlecht wurde. Der war eigentlich echt lecker. Du verarschst mich jetzt, oder? Nein, ouch. Mir ist schlecht, weil ich mir einen von diesen Mercury-Cola-Kuchen gemacht habe. Die machen immer schwerwiegende interne Probleme. Warum zum Geier hast du dann dem armen Hotdog-Mann die Schuld gegeben? Jeder weiß, dass seine Hotdogs die Bombe sind. Und dank dir werde ich jetzt keinen mehr probieren können. Sorry, Kleiner. Aber... Kaffee ist das Einzige, das den Schmerz lindern kann. Und der Bastard wollte mir seinen nicht geben. Das war's auch schon. Ich würde es sehr gern übel nehmen, aber um ehrlich zu sein, habe ich schlimmere Dinge getan, um heute hier zu sein. Schön für dich. Tut mir trotzdem leid. Aber ich brauche jetzt Alter, ein Mercury-Cola-Kuchen. Oh Mann. Ein Latte Macchiato mit extra Saccharin. Würde ich bei so einer Sache lügen? Woher soll ich das wissen? Ich kenne dich doch kaum. Da, bitte. Oh, Gott sei Dank. Man tut, was man kann. Ich verdanke dir mein Leben, Kleiner. Ich hatte schon ernsthaft über Selbstmord nachgedacht. Nein, bitte. Ich habe erst mal genug Selbstmorde gesehen. Mir gefällt, wie das klingt. Das liegt daran, dass du echt seltsam bist. Naja, kommen wir zum Geschäftlichen, ja? Dieses Modell ist wunderbar. Es leuchtet sogar. Ich biete immer Spitzenqualität an. Ich liebe es. Und es ist aus der Originalserie. Das ist unglaublich. Wie viel willst du dafür? $1,000,000. Klar. Ich glaube, da müssen wir etwas nachverhandeln. Wie wär's mit diesem schönen Geldbündel? Ist keine Million, aber sehr viel besser als nichts. Was meinst du? Wirklich? Nach allem, was ich für dich getan habe? Genau deswegen mache ich dir dieses Angebot. Sieh mal, Kleiner. Glaub's oder glaub's nicht, das ist alles, was ich habe. Und ich biete es dir an, weil du mein Leben gerettet hast. Nimm's oder lass es. Ich nehme es. Aber nächstes Mal überlege ich es mir zweimal, ob ich dir das Leben rette, okay? Ach, sei nicht so. Niemand zahlt für das Ding eine Million. Wird sogar sagen, das war das beste Angebot, das du hier bekommen konntest. Na schön. Gib mir das dreckige Geld schon. Jo. Eine ganze Menge Zaster. Gut. Aber... Wobei... Gehen wir erstmal noch... Da bin ich wieder. Und alles, was ich tun musste, war nur ein Bar Mitzwa sprengen und alle Jacken aus der Garderobe klauen. Oh, das Universum wird dich eines Tages hart bestrafen. Eines Tages, hä? Vielleicht schon Montag. Egal, mir reicht's. Hier, das sollte mehr als genug sein. Mehr als genug? Glaube ich nicht. Alter... Das muss die größte Menge Geld sein, die du je auf einem Haufen gesehen hast. Diesen Traum, in dem du in Fort Knox eingestiegen bist, eingeschlossen. Also erzähl mir nicht, das ist nicht genug. Hey, das Fort Knox-Ding war top secret. Wenn die falschen Leute zuhören, könnte uns das umbringen. Charlie, ich hab's dir schon gesagt. Nur wenn du John McClane heißt, kannst du in Fort Knox einbrechen. Außerdem sagtest du nicht, die haben dann Velociraptor mit Taschenlampe als Wachmann? Das beweist nur, dass sie da unten zweifelhafte Experimente durchführen. Ja, wie auch immer. Du willst noch mehr Geld?
Ohne Scheiß jetzt? Mehr habe ich nämlich nicht. Naja, da gibt es vielleicht was, das du für mich tun kannst. Geht. Sag das bitte nicht so. Das klingt so verdorben. Ah, vergiss es. Du würdest das eh nicht hinkriegen. Hey, so geht das jetzt aber nicht. Na los, raus damit. Okay. Also, dieses Jahr ist Captain Reds 35. Geburtstag. Und du willst einem der Schauspieler, die ihn darstellen, einen Antrag machen, ja? Okay, ich habe ihn heute nicht gesehen, aber keine Sorge. Als dein Bro bin ich natürlich auch dein Wingman. Weißt du, Randall, jedes deiner Worte bringt dich weiter weg von diesem Ring. Ganz locker, Alter, es war nur Spaß. Ich bin sicher, du brauchst meine Hilfe gar nicht, um ihn rumzukriegen. Oh, sieh an, der Preis ist gerade noch mal 20% raufgegangen. Hey, komm schon. Lern einfach mal, deine große Fresse zu halten, Randall. Charlie, ich kann mir keinen Cent mehr leisten. Es geht nicht um Geld. Wie ich gerade sagte, es ist Captain Reds 35. Und du willst einem der Schauspieler... Hör schon auf. Ich wollte einfach zum Buffet und mir was von der offiziellen Captain Red Eiscreme von dir besorgen lassen, damit wir die teilen können und diesen besonderen Tag zusammen feiern. Klingt eigentlich ganz einfach. Ah, das hast du wohl nicht kapiert. Dieses Angebot ist gerade vom Tisch. Oh, und was willst du dann von mir? Besorg mir Captain Red Merchandise. Irgendwas, das ich noch nicht habe. Und sei gewarnt, ich bin ein sehr passionierter Sammler. So, und nur so kommst du an den Ring. Oh, echt jetzt? Wo bitte soll ich sowas finden? Hey, nicht mein Problem. Okay. Ich meine, das wird es wäre jetzt wahrscheinlich eine etwas lange Folge, aber ich meine, wir müssen so eine Captain Red Figur basteln. War hier zum Ausschneiden und so. Aber ich würde mal sagen, ich mache jetzt eine Pause. Denn es ist hier wirklich heiß. Und wenn ich heiß sage, dann ist es auch heiß. Ja, Officer Murray. Moment mal. Das wird nicht klappen. Eine Officer Murray-Figur. Könnte man. Okay, aber auf jeden Fall würde ich dann mal sagen, bewertet den Part, je nachdem, wie er euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst ebenfalls ein Abo da und natürlich Sunbros. Praise the Sun. Ja, und bis zum nächsten Mal. Und ich denke mal, ich gehe jetzt meine Haare waschen.